Moin! Bist du soweit? Ja, jetzt noch. Neues Video von Drehmoment. Wir sind bei KR-Lackierung. Ich hoffe, ihr hört mich. Geht das Tor zu. Also, ich glaube, heute wird das krasseste Video bisher, was Show-Effekt betrifft. Wir haben nämlich vor, ich hoffe, es klappt, deswegen auch die zwei Masken, dass Dennis und ich heute in der Lackierkabine dabei sind, wenn unsere Carbon-Karosserie, die sollte jetzt komplett angeschliffen sein, also alles quasi weiß, matt, undurchsichtig sein. Und dann sind wir dabei, live mit der Kamera, wie der Jacek oder Sebastian, weiß ich noch nicht, mit dem Klarlack-Sprüher drüber geht und innerhalb von Millisekunden, so ist der Plan, das Auto von weiß, matt, undurchsichtig angeschliffen zu gefühlt so einer dicken Glas-Carbon-Schicht wird. Also mega Show-Effekt. Mhm. Und das wollen wir heute einfangen, deswegen sind wir schon wieder hier. Wenn das alles klappt, können wir nächste Woche schon das Auto abholen. Das wäre so geil und dann geht es endlich bei uns in der Drehmomenthalle nämlich weiter mit Schrauben zusammenbauen und das Auto rollbar machen. Ihr merkt, ich bin wirklich aufgeregt. Ich glaube, das wird geil. Seht, wo wir wieder sind. Ging gleich zur Sache. Ihr habt gesehen, genau, es ging richtig zur Sache. Und Jacek hat mich die ganze Zeit gefragt, ja, wie findest du es? Wie findest du es jetzt? Und es gab immer wieder Kritik, wir haben auch gesagt, wir stehen zu den Fehlern, die dran waren. Hm? Und ich sage waren. Warum? krank. Das war heute für mich der heftigste Moment von der ganzen Videoreihe bisher. Weil wir wussten immer, wir sind keine Millionäre, wir können nicht Sachen 10-mal machen, sondern wir müssen mit dem leben, was wir haben. Und jetzt kommst du an das Auto und wusstest, okay, das hat gewisse Fehler, jetzt kommt noch der Klarlack drauf. Klar, die haben hier und da ein bisschen abgeschliffen. Wir kommen jetzt an das Auto und der ist perfekt. Der Übergang, ihr habt es gesehen, die Seitenteile wurden drauf geklebt. Und
dass da ein Übergang ist, also eine gewisse harte Kante, wo ein gewisser Abstand ist zum Blech und so weiter. Klar, das hat man auch auf den Fotos gesehen und wir haben es auch gezeigt in den Videos. Jetzt kommst du an das Auto und suchst wie verzweifelt, wo ist der Übergang. Die Kante ist weg und es sieht aus, ich habe es vorhin gesagt zu Dennis, das sieht aus wie vom BMW ab Werk. Das sieht aus, als wäre das da mal dran gewesen. Von Anfang an, als wäre es Blech, wer hätte das Blech angemalt. Mhm. Ja, es sieht aus wie angemalt. Ja. Und das Angemalte kann es nicht sein, weil du merkst irgendwas, das ist so eine dicke Schicht. Ne? Also du hast diesen Dreck. Wir wollten unser Versprechen halten. Wir haben ja gesagt, wir geben unser Bestmögliches, was man noch in Anführungszeichen retten kann. Retten? Er sagte mal retten. Wir mussten Kompromisse eingehen, aber wir haben das Möglichste getan, was halt geht. Guckt euch das Auto live an. Der wird demnächst in unserer Halle sein. Weil im Video, du kriegst es nicht rein. Dennis gibt sein Bestes. Die sagen hier retten. Guckt euch das live an. Das ist krank. Das ist wie ab Werk. Guckt es euch live an. Der Super. Wird demnächst in der Halle stehen. Danke für die ich schönen Worte. Ich sage tausend Dank. Ja, wir haben auch zu danken. Wir sind nicht das letzte Mal hier. Ja, hoffentlich. Deswegen machen wir es kurz. Wir kommen wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Übernächste Woche wird er dann geholt. Wir lassen den gerne jede Zeit, die sie brauchen, weil das Ergebnis ist krank. Dankeschön. Krank. Also,